Und damit, Leute, willkommen zum heutigen Stream. Wir fangen an mit Animal Crossing New Horizons, Leute. Moin, moin. Oh mein Gott, es geht los. Ja, moin, moin, Leute. Willkommen zu Animal Crossing New Horizons, reif für die Inselpaket. Moin, moin. Willkommen alle, Leute. Grüßt euch. Und moin auch an Nepp und Schlepp. Hallo. Guten Tag. Ja, moin. Leute, Hype in den Chat, servus. Hallo an Adrian, Konizo, Let's Dom, Nick Game, CDI Gamer, Pokerface, Heinz Günther, Trainer, CDI Gamer, Joko, Jako, Farmwirbel, Dario, Lars, moin alle, guten Tag, hallo. Mr. Toad, Let's Dom, servus, servus. Moin, ja, ich bin gehypt. Ich bin gehypt, hallo Gamer Toad. Keine Spoiler, was willst du denn Animal Crossing bitte spoilern? Als würdest du, wenn du das jetzt heute siehst oder morgen, als würde das irgendeinen großen Unterschied machen. Aber naja, jeder wie er meint. Wir gehen auf jeden Fall jetzt auf eine einsame Insel. Muffin, hallo Lukas, Johnny, moin alle. Hallo Hanna. Hallo, 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 hallo. So. Guten Tag, tritt näher, nur keine Scheu. Ja, ja. Moin, moin. Herzlichen Glückwunsch, du hast alles richtig gemacht. Ja, endlich im Leben. Hallo Felix. Denn du hast dich für Nux reif für die Inselpaket entschieden. Ja, es geht los, meine lieben Freunde. Passt der Sound, alles super? Im Auftrag von Nook Inc. erklären wir dir mit Freunden. Mit Freunden? Freuden, ah ja. Was es damit auf sich hat. Wir sind Nepp. Und Schlepp. Moin. Ja, guten Tag, ich kenne euch ganz gut. Wir werden zusammen mit dir auf die Insel fliegen und dir dort weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber genug der langen Einleitung. Du kannst es sicher kaum erwarten, zu deiner Insel aufzubrechen. Ja, ich bin so im Hype, Alter. Uff, Leute, like den Stream. Zuerst ein paar Formalitäten. Teilst du uns bitte Namen und Geburtsdatum mit? Das wäre sehr lieb. Okay, also ich bin der Pius. Oh, andere Tastatur. Uiuiui. Uiuiui. Ich bin der Pius, aber ich mach hier mit halt, stopp. Mit einem U. Mein ganz normaler Real-Life-Name. Hallo Edin, hallo. So, Pius. Später nicht änderbar. Okay, das ist ja hier sehr wichtig, ey. So, ich bin der Pius, moin. Ist Pius in Ordnung? Jo, das passt. Und mein Geburtstag ist der 7.7.2001. So. Genau, 7. Juli in der Tat. Die Pizza ist da, sehr gut. Oh, ich bin so im Hype. Pius? Pius? Oh ja, hier haben wir dich. Ja, sehr gut, ich bin auf der Gästeliste, optimal. Als nächstes würden wir gerne ein Foto von dir aufnehmen. Foto? Oh Gott. Nimm dir so viel Zeit, wie du willst, um dafür herauszuputzen. Oha. Wir warten so lange auf dich, nur keine Hektik. Oh mein Gott. So, ich bin ein Junge. Guten Tag. So, meine Tochter hat am 9.7. ja läuft. So, ich bin schon relativ hell. Gut, so hell. Ich sag mal hier so, das passt. Okay. Weitermachen wir müssen eher oben. Ich bin so nervös gerade, ne? Okay, gucken wir uns mal die Frisuren so ein bisschen an. Mit dem rechten Stick können wir die Kamera drehen, okay? Ah. Ivy gefällt mir bisher hier noch nicht so viel. Ich glaube, wir nehmen einfach dies hier. Ja, aber bitte einmal in braun. Gibt es hier kein braun? Bin jetzt komplett doof. Das ist braun, ne? Ja, das geht klar. Das ist okay. Okay, so, jetzt die Augen. Die haben mich noch ein bisschen gestört eben. Ich bin so richtig Depri. Ich hab schlecht geschlafen, ey. Ja. Das ist ganz geil. Aber ich habe hier so blaue. Ja, es wird, es wird. So, jetzt Mund. Wir sind freundlich. Und die Nase. Da bleiben wir, denke ich mal, ganz Standard, ja. So. Ich gehe auch gleich wieder mehr auf den Chat ein. Und hier haben wir jetzt nichts Besonderes. Ja, das sieht doch schon mal für den Anfang ganz nett aus. Man kann seinen Charakter später auch ein wenig noch verändern. Ist gar kein Ding hier. Ich würde sagen, so passt das erstmal, oder? Los geht's. In
Unser neues Abenteuer. Oh, das ist sehr gelungen. Sehr schön, ja. Geil, ne? Dann werden wir dieses Foto also in deinem Kundenprofil registrieren. Naja. Und nun suchen wir dir eine schöne Insel aus. Bist du schon aufgeregt? Ja, ich hoffe, ich bekomme hier keinen Pfirsich oder so. Ich will als Stadtfrucht die Äpfel. Gib mir die Äpfel, Junge. Oh, ich bin so nervös, ey. So, einer der reizvollsten Aspekte dieses Programms ist es, den Wechsel... Was? Den Wechsel der vier Jahreszeiten zu genießen. Ah, ja, ja, klar, klar. Da wir Inseln auf der Nordhalbkugel und auf der Südhalbkugel anbieten, hast du die freie Auswahl. Ich nehme natürlich Nord. Möchtest du die Jahreszeiten genauso erleben wie zu Hause oder lieber versetzt? Genau andersrum. Normal. Wenn ich fragen darf, Pius, wo lebst du genau? Ich lebe in Hamburg. Europa, genau, in der Tat. Für Pius, nein. Alles klar, da sollte es uns doch nicht schwer fallen, eine geeignete Insel für dich zu finden. Okay? Ich würde dir eine Insel auf der Nordhalbkugel ans Herz legen. Dann sollte dir die Umgewöhnung nicht ganz so schwer fallen. Einverstanden? In Ordnung? In der Tat. Ich nehme die Nordhalbkugel. Alles klar, dann wollen wir mal eine unbewohnte Insel auf der Nordhalbkugel für dich finden. Oh! Wir hätten hier Landkarten von ein paar Inseln, die in Frage kommen. Alle unbewohnt, naturbelassen und mit reichlich Platz zum Leben, zum Spazieren und zum Vergnügen. Und hoffentlich auch gutes Internet. Entscheide aus dem Bauch heraus. Schau einfach, welche Form dir am besten gefällt. Oh! Also, hier sind die Inseln. Such dir eine davon aus. Irgendeine. Okay. So, okay. Ich weiß gar nicht, sind die Inseln immer vorgegeben oder gibt es mehr als diese vier? Ich weiß es gar nicht. Ja, welche nehmen wir denn, ey? Also spontan finde ich die oberste am geilsten, wo der Stadtplatz direkt so in der Mitte ist. Das finde ich eigentlich ganz geil. Wo ist denn hier der Flughafen eigentlich? Das sieht man gar nicht, ne? Das hier gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Das könnte noch in Frage kommen. Aber ich finde das eigentlich ganz geil, dass es oben alles, die höheren Gebiete alle ganz oben sind und unten, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Nee, ich nehme das hier, denke ich. Ich nehme das. Es gibt mehr als die vier, okay. Ich hatte andere zur Auswahl. Alles klar, ja, ich finde das eigentlich ganz geil. Also ich mag es. Das ist, ich habe nämlich, ich wollte das nämlich in der Mitte haben, so einigermaßen, so mittig, dass, den Platz und... Ja, ich nehme den. Komm. Genau, den nehmen wir. Gute Wahl. Sehr gut. Damit steht der Schauplatz für deine... Nein, unsere neue Heimat fest. Eine letzte Frage noch. Ganz hypothetisch. Ah ja. Was von den folgenden Dingen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Mitnehmen. Ein Schlafsack, eine Lampe, was zum Essen... Ui. Etwas zum Zeitvertreib, genau. Eine Nintendo Switch, ja, ja. So, so, interessant. Das lässt sich wirklich tief blicken. Ah, ja. Ah, ja, die waren nur hypothetisch. Hypothetisch, ah, ja. Ah, ja, ja, ja. So, jetzt anfangen hier, Junge. Anfangen. Ob Vergnügen, Genuss oder banaler Alltagsbedarf. Um all das und noch mehr kümmert sich Nook Inc. Ah ja, ja, dann los! Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit! Oh Gott, es geht los! Es geht los, meine lieben Freunde! Ja, ich gehe zum Flugsteg, ja? Ausgezeichnetes Timing! Da mal nichts wie an Bord! Ja, los geht's! Oh! Dann verhungerst du aber! Ach! Da gibt's doch bestimmt was zu essen! Guten Tag, liebe Fluggäste! Ja? Willkommen an Bord dieses Charakter... Was? Charterflugs im Rahmen von Nook Inc. Von Nooks reif für die Inselpaket. So, Sprachenlernbubble. Bitte entspanne sich bei einer kostenlosen Videoeinführung. Oh Gott, YouTube. In das Leben auf einer einsamen Insel. Oh Leute, es geht los. Jetzt bist du ja gespannt, was hier passieren wird. Als ob das echt hier mit dabei ist. Ja, lol. Oh, yeah. Oh, ist das schön. Oh, ist das geil.
Das wird so subi, Leute. Oh, ist das schön. Yay! Oh, ist das schön. Ist das schön. Oh, ist das geil. Ah, es wird so geil. Das wird so schön. Auf unserer neuen einsamen Insel. Von Nook Inc. Oh yeah. Und da geht es los. Pfirsich für Pius. Nein, ich will Äpfel haben. Bitte, liebes Spiel. Bitte geben Sie mir Äpfel. Aber bevor wir jetzt weitermachen, ganz kurz. Ich will mal ganz kurz hier irgendwie die Elgato neu starten. Irgendwie habe ich hier so einen kleinen Sound, der mir nicht so gefällt. Und dann machen wir direkt weiter hier. So. Okay, jetzt bin ich sehr gespannt. So. Pfirsich. Nein. Aber ist du bei Nintendo? Nee. So, Leute, wir sind da. Zumindest gleich. Eieiei, nein. Ich will Äpfel oder Orangen bitte haben. Ah, meine ersten zwei Bewohner, guten Tag. Da wären wir endlich. So leid's mir tut, aber es ist erstmal keine Zeit zum Ausruhen. Aha. Es findet eine Infoveranstaltung statt, um allen das Einleben in ihrer neuen Inselheimat zu erleichtern. Kirschen hast du? Ich habe gar nicht hingeguckt. Kirschen, okay. Bitte begebt euch alle zum nahegelegenen Festplatz, wo unser Chef euch schon erwarten sollte. Bitte folgt uns mit Hilfe von linken Stick. Ah ja. Ah ja, Kirschen. Oh ja, gut, den auch ganz süß. Uhu! Oh mein Gott. Leute, unsere ersten Kirschen. Ja, nimm die doch mit. Hallo? Ich kann nichts mitnehmen. Ich kann nur schütteln bisher, aber X und Y funktioniert nicht. Aha. Oh, das sind meine zwei ersten Bewohner. Moin, moin. Hallo. Moin. Ich hoffe, euch gefällt das Layout, Leute. Hier im Stream. Guten Tag. Oh, jetzt bin ich gespannt. Sind wir vollzählig? Ich rufe mal besser alle auf. Mareile. Aha, toller Name. Moin, Rudi, Rudi, moin. Pius, hallo, servus. Super, dann sind wir alle da, jojo. So. So, Chef, hier hätten wir die drei Mutigen, die ein neues Leben auf dieser Insel beginnen wollen. Ja, es geht los. Ausgezeichnet, ja, ja. Oh, ich liebe es an, ja, ja. Dann mal zur Sache. Ich begrüße euch alle auf dieser Insel. Ich bin Tom Nook, Gründer und Geschäftsführer von Nook Inc. Hallo. Nook Inc., euer kompetenter Partner für Selbstfindung, Schlussstriche und Horizonterweiterungen. Ja, ja. Ah, ja. Heute fängt euer neues Leben auf dieser noch etwas leeren Insel an. Was für ein Abenteuer. Aber Nook Inc. lässt euch selbstverständlich nicht allein im Regen stehen. Ah ja. Wir werden euch hier wohnen und euch lückenlos betreuen, wie im Altersheim. All das ist im Reif für die Inselpaket inklusive. Aber eins nach dem anderen, hm? Zuerst muss sich jeder von euch einen Platz zum Wohnen suchen. Gehört ja schließlich dazu, ne? Ihr bräucht eine Hütte, ne? Oder wollt ihr bei mir pennen? Da ich nebenbei Immobilienmakler bin aus New Leaf, ich zock euch alle wieder ab, werden wir hier früher oder später auch Häuser bauen. Aber bis es soweit ist, könnt ihr das Inselleben ganz authentisch genießen in Zelten. Holt euch eures von Nap oder Schlepp ab und sucht euch ein schönes Plätzchen. Oi. Okay. Alter, wie man den Wind hört. Das ist ja brutal. Pius, hau ab. Der will deine Kniescheiben. Nee, nee, der will mein Geld. Okay. Ja, ich würde sagen, wir hallo? Ich empfehle dir stark bei Nap und Schlepp dein Zelt abzuholen. Ja, okay. Ich wollte erstmal gucken, ey. Mein Gott, ey. So, hallo. Moin. Bitteschön, Pius. Dein eigenes persönliches Zelt. Gönn dir. Hallo, Tim. Moin, moin. Such dir erst einen schönen Ort und öffne mit X deine Tasche. Dann willst du dein Zelt und fertig, yeah.
Du musst aber schon eine Stelle nehmen, wo ringsherum genug Platz ist. Keine Sorge, du kannst erst einmal schauen, wie es aussieht, bevor du den Ort endgültig festlegst. Oh, und hier habe ich auch noch eine Karte dieser Insel für dich. Oh, danke dir, danke. Sobald dein Zelt steht, komm doch mal hierher, zurück zur besseren Orientierung, hast du ja die Karte. Also Google Maps, ja, dann mal viel Spaß, ne, hau rein. Danke, danke. So, Leute, seid ihr auch gehypt wie ich, dann lasst ein Like da. Oh mein Gott, es geht los, erstmal zu den Kirschen. Kirschen, hallo? Alter, ich komme doch gar nicht drauf klar hier, Hilfe! Da, Kirschen, mit Y, nee. Wie nehme ich die denn mit? Ach, wahrscheinlich noch gar nicht, okay, ja, dann... die überlegen erstmal, okay. Ja, dann... Ah, mit B können wir rennen. Ah, ja. Ja, dann, Ich wollte eigentlich die Karte öffnen, wie kann ich das nochmal? Wie hier ist Lust? Ah ja, okay, ich will am Strand natürlich sein, ne? Oh, ich finde hier mega geil, so am Fluss, oh mein Gott. Ja, hier finde ich mega geil. Am besten hier so. Direkt da, obwohl... Ah, oder hier? Ich, ja, eigentlich will ich am Strand, sondern so ein bisschen daneben. Hier so. Hier ist, glaube ich, ganz geil. Ja, noch ein bisschen mehr nach vorne. Bisschen nach vorne, mein Lieber. Nee, bitte. Na, halt, stopp. Halt, stopp. Nein! Überlegen. Ja, mein Pizza ist da ja optimal. Hier so. Da. Was? Aha. Hier. Okay. Muss ja alles geplant werden. Obwohl, wenn ich einen Garten machen will, das ist nicht so geil. Weiter hinten. Da habe ich noch einen schönen Vorgarten und so. Und dann direkt kann ich morgens an den Strand gehen. Ich glaube, ich mache ihn hier hin. So, mal sehen. Wunderschön. Habe ich genug Platz für einen Garten, für einen Vorgarten später und ich bin nah am Wasser. Das finde ich geil. Und auch noch einen Fluss, also optimal. Yay! Pirus, wie findest du es, dass Fred anscheinend nicht in Animal Crossing New Horizons ist? Ich muss gerade überlegen, wer das überhaupt ist. Ich weiß es gerade gar nicht. Weil ich hier so im Hype bin. Oh mein Gott. So. Ich hab mein Zelt, Lodi. Oh, dann gehen wir erstmal zu ihm hin, okay. So, er braucht ja auch Hilfe. Du bist... Nee, echt. Verrat's mir nicht. Du bist Pius. Stimmt doch, oder? Ja. Hab ich mir doch gleich gedacht, dass ich darauf komme. Hühnermist. Was? Hühnermist? Ah ja. Ich bin die Mareile. Glaub's ja gar nicht, ne? Wie ich mich auf der ganzen Insel-Ding hier freue. Ja, das ist geil, ne? Guck an, hast ja auch schon ein Zelt, einen Platz für dein Zelt gefunden. Hühnermist. Okay, die hat irgendwas gegen mich. Ich wollte ja warten, bis meine innere Gänseblume Bescheid gibt, aber die hat wohl gerade einen schlechten Tag. Hühnermist. Da habe ich voll alte Baumschule. Was? Ah ja. Du hast einen Stock geschmissen, aha. Ah ja. Klar, die Methode mag fragwürdig sein, aber das Ergebnis zählt. Bin ich nicht genial, Hühnermist? Ich such dir was Schönes. Boah, meinst du wirklich? Du willst mir einen Platz suchen für mein Zelt? What the hell, Alter? Was ist denn bei dir schiefgelaufen, Hühnermist? Wir haben es doch erst eben kennengelernt, echt. Echt dufte von dir, Pius. Also, dann mal los. Nimm, jetzt bist du am Drücker. Hühnermist. Ich feiere sie irgendwie. So. Okay, Leute.
Worauf wartest du? Gänseblümchen? Oh, such ein cooles Örtchen für mein Zelt. Ich warte auf den Festplatz für dich. Oh Leute, das wird super. So, hier ist ja jetzt mein Haus. Direkt am Wasser und am Strand. Ich finde das geil, habe ich noch Platz hier für meinen Vorgarten. Hallo Steve, moin moin. So. Und wo bauen wir denn jetzt mal das Haus der Bewohnerin? Von der wir gucken uns mal ein wenig um. Und, ja, du, ey, Hilfe. Man könnte die alle mal so ein bisschen nebeneinander bauen, ne? Wenn das jetzt hier nach oben geht, dann könnte man hier so einen Weg bauen und dann ist hier ein Haus von ihr. Ja, komm, mach das mal. Ja, noch nicht, noch ein bisschen mehr nach rechts, bitte. So, dann können wir da schön später, obwohl, nee, da hat sie zu wenig Platz für den Garten. Bis mal da vorne. So. Obwohl, hier können wir auch Läden bauen. Ach, scheiße, ey. Wo baue ich denn das Haus von da hin? Ach, Manno. Oder nach hier irgendwo. Oh, schöne Blumen. Ey, das spielt so schön aus, ey. Das sieht so schön aus hier. Ach, hier ist noch ein schöner Platz. Bauen wir mal hier ein Haus hin. Ich habe mir noch keinen großen Plan gemacht. Ich mache das ganz spontan. Deswegen, hier zieht die erste mal ein. Bitteschön. So. Mareile hat ihre Hütte gefunden. Sehr schön. Mareile, ich bin fertig. Wie geht's? Wo steht's? Ich rede natürlich von meinem Zelt. Schon ein Plätzchen gefunden? Das rockt. Ah ja. Es rockt so hart, auf jeden Fall. Fett! Gleich mal gucken, ob die Location auch zum Heatbang geeignet ist. Hühner Mist. Ah ja. Wird ja gerne wissen, wie sich Rudi die olle Luftpumpe so anstellt. Alter, ist das geil hier. Bestimmt noch ein bisschen doofer als ich. Guck doch einfach mal vorbei. Oh, die Texte sind mega geil. Ach du Heilige. So, hallo Rudi. Ey, oh, ich bin Rudi. Schön, dich kennenzulernen. Wiehi. Dein Zelt steht schon? Ich suche noch nach der perfekten Stelle. Ich will irgendwo mitten in der Natur wohnen, wo ich Körper und Geist trainieren kann. Der Fleck hier scheint mir ganz gut geeignet. Was meinst du, Pius? Ich suche für dich, mein Lieber. Was? Du willst mir bei der Suche nach dem idealen Standort für mein Zelt helfen? Krass, Pius. Wir haben uns gerade erst kennengelernt und du behandelst mich wie einen alten Sportsfreund. Na gut, dann liegt mein Schicksal jetzt in deinen Händen. Du packst das schon. Ja, ja. Gut, ich vertraue dir mein Zelt an. Wie? Ich gehe dann mal zum Festplatz und bereite mich mental auf mein neues Leben hier vor. Ah ja. Ja, dann let's go, der Hase. So. Also, hier haben wir unser erstes Zelt und Rudi zieht direkt daneben ein. Aber weiter hinten. Obwohl, da ist so wenig Platz hier wieder, ey. Scheiße. Ich will hier irgendwann später Läden bauen eigentlich auf dem Marktplatz hier. Deswegen lassen wir Rudi mal nach hinten ziehen. Hierher. Ah, man kann die Kamera-Sicht ändern. Ja, sehr schön. So, warte. Ja, hier ist auch ganz schön. Da kann man ja einen schönen Weg bauen. So. Passt das überhaupt? Obwohl, warte mal. Das ist eins frei.
Nee, dann müssen wir da anfangen. Der Baum muss der Start sein. Am Baum orientieren wir uns, damit das gerade ist. So, warte. Ja, jetzt passt es. Wunderbar. Der rechte Baum ist unsere Orientierung gewesen. Let's go. Rudi wohnt neben mir. Hühnermist. Ja, genau. Ja, das ist doch geil. Oh, ist das super hier. Yay. Das Zelt von Rudi steht also auch. Ja, ja. Es scheint jeder einen Platz für sein Zelt gefunden zu haben. Also zurück zum Festplatz. Jo. Oh, ist das geil, Leute. Ist das geil hier. Das ist ja mal so geil hier. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, jeder hat das perfekte Plätzchen für seine neue Traumbehausung gefunden. Ja, ja. Aber natürlich muss man nichts überstürzen. Lieber reiflich überlegen und mal drüber schlafen. Nee, keine Zeit. Jedenfalls ist das nun geklärt und wir können uns Wichtigerem zuwenden. Aha. Und zwar einer großen Einzugsparty zu euren Ehren. Stilecht mit tollen Knisterfeuer hier auf dem Festplatz. Oh, Junge. Dazu müssen wir zwar erst ein paar Kleinigkeiten beschaffen, aber da wir jetzt sowieso alle Inselnachbarn sind, können wir so ein bisschen unser Teamwork üben. Dann mal sehen. Nepp, Mareile, Schlepp und Rudi machen den Festplatz Party fertig. Pius und ich sorgen derweil für Feuerholz und vielleicht was Leckeres zum Essen. Gut, alles klar? Ja, dann mal fertig hier, ne? Und Pius, könnte ich kurz eine Kleinigkeit mit dir besprechen, ehe es losgeht? Nokia, was möchtest du haben? Möchtest du ein bisschen Geld haben, oder was? Donations, YouTube, Money und so? Alles los. Danke, Pius. Ich wollte dir nur schnell überlegen, was? Ich wollte nur schnell überlegen, wie viel Feuerholz wir so brauchen. Eine Tonne. Ich schätze mal, 10 Äste? Ja, das dürfte hinkommen. Astiges liegt hier überall rum. Astiges? Ach du Scheiße. Wenn du was aufheben willst, drück einfach Y. Kinderleicht. Ja, ja. Ich schaue mir mal so lang mal das Obst an. Das hier wächst. Das sind sicher echte Kirschen. Sowas riech ich. Ja, habe ich auch schon gesehen. Okay, mit Y. 10 mal Äste sammeln. Das kriegen wir hin. 2 haben wir schon. 3. Oh, ist das schön, Leute. Ist das geil? Wann fängt eure Insel an, Leute? Schreibt es gerne mal in den Live-Chat. Wann geht's bei euch los? Ich hatte sehr viel Glück mit der Zulieferung. Ich dachte eigentlich, es kommt erst morgen, aber nein. Wir können hier schon einen Tag früher anfangen. Ist das nicht geil? So. Haben wir schon genug, oder? Ja, wir haben schon 11. Und ein bisschen... Oh, das heißt gar nicht mehr Gras, sondern Unkraut, aha. Morgen, ja. Wahrscheinlich kann ich erst am Montag anfangen. Oha, belastend. Was machst du da? Ah, du fegst ein bisschen. Und was macht sie da hinten? Aha. Ja, sieht auf jeden Fall eine harte Arbeit hier aus. Lul. So, Nook, ich bin fertig. Fein gemacht, Pius. Eine schöne Ladung Äste. Dann mal flugs nachgezählt. Das sind ja noch mehr, als ich wollte, ja. Also die 10 nehme ich mir und den Rest darfst du für dich behalten. Ja, ich habe mal mehr mitgenommen. Da bin ich mal so frei. Hep, schönen Dank auch. Ja, kein Ding, ne? Um Mitternacht, ja, optimal. Vorzüglich, das gibt ein tolles Feuerchen. Ganz hervorragende Arbeit, jawohl. Dein Fleiß ist wahrhaftig ein Segen für unsere Insel. Ach, was für ein Glückspilz ich doch bin. Ja. Ach so, und Glück habe ich bei meiner Obstkundschaftung auch gehabt. Aha. Während du Feuerholz geklaut... Geglaubt hast? Geglaubt? Geglaubt? Hä? Habe ich sorgsam die Früchte inspiziert, die hier so wachsen. Sie sehen aus wie Kirschen. Duften wie Kirschen, ja, sie schmecken sogar wie Kirschen. Ja, krass, ne? Ich kombiniere, ganz klar, das sind lupenreine, leckere Kirschen.
Würdest du 6 Stück davon sammeln? Ja, kein Ding. Die Sache ist für dich ganz sicher ein Klacks, aber nur der Vollständigkeit halber. Wenn du auf einen Baum leckere Kirschen wachsen siehst, schütte ihn mit A, dann einfach sammeln. Okay. Bei deiner Sammlungsbegabung hast du sicher ruckzuck viele schöne Kirschen für uns gefunden. Ja, oh Leute. Auch im Benachteil, ja, sehr gut. Ein Ast zu viel Hühnermist, genau. Gut, die machen weiterhin hier alles sauber, sehr schön. Und wir gönnen uns die Kirschen. So. Wie viel wir jetzt haben? 6, ne? 1, 2, 3. So. 4. Nein, stopp. 4, 5, 6. Sehr schön. Look, ich bin fertig. Ich bin entzückt, ganz klar. Besser als du machst das niemand. Nochmal recht schönen Dank. Ja, kein Ding. Dann will ich dir mal dein delikates Sammelgut abnehmen und mich an die Vorbereitung machen. Ja, gönn dir. Ah, ist das geil. 6 Kirschen, Leute. Sehr schön, ne? Habt ihr alle schon ein Like da gelassen für den Hype, Leute? Wenn nein, liken Sie gerne den Stream. Ob noch was fehlt? Nein, alles da, jawohl. Dann kann das Fest ja losgehen. Oh yeah. Party hard, wir feiern die ganze Nacht. Sehr schön. Endlich ist es soweit, hiermit heiße ich alle Anwesenden, auch hier im Stream, hochoffiziell auf dieser Insel, willkommen. Ich habe ja schon so einiges an unternehmerischen Eskapaden hinter mir, aber Junge, Junge, eine Inselgemeinschaft vom ersten Tag an zu leiten, das wird wirklich mein ganzes Geschick fordern. Ja? Und das nicht nur am Schreibtisch und der Ladenkasse, sondern auch an der frischen Luft. Haha. Teilnehmerzahlenmäßig liegen wir zwar dezent unter dem Niveau, das ich mir ursprünglich so dachte, doch wenn das schon... Wen wird das schon schrecken? Wir müssen einfach viel beherzter zur Tat schreiten. Ja, ja. Mit genug Geduld und Spucke wird auch aus dem verlassensten Inselchen ein... Nein, verlassen kann man diese Insel nun ja nicht mehr nennen. Ein richtiger Name müsste her. Ich hab einen, ja. Da kommt mir ein brillanter Einfall. Wir als die Ersten hier sollten dieser Insel einen neuen Namen geben. Und damit sich hinterher niemand beschwert, wird brav abgestimmt. Was? Der beliebteste Name gewinnt? Oh, shit. Gut, dann darf jetzt jeder mal überlegen. Und wenn ihr fertig seid, ruft jeder seinen Vorschlag. Hm? Lachstau, nein. Toad. Ist ja keine Stadt, sondern eine Insel. Toad. Oh, das sind aber mehr als 10 Zeichen, sehe ich gerade. Da passt aber einiges rein, ja moin. Toad. Das sind mehr als 10, auf jeden Fall. Da passen noch, ja, immer noch so 5, 6, ne? Toad Island. Genau. Wähle etwas Angemessenes. Ah ja. So, Toad Island, let's go. Schreibt man doch so, ne? Oder? Ja, ne? Das wäre jetzt peinlich, wenn ich hier das falsch schreibe oder so. Nein, ist schon richtig geschrieben. Oder? Ja, ne? Oh Gott. Ich werde meine Insel Aquarius nennen. Wow, ist ja schön. Nenn deine Insel Hühnermist. Nee, das sicher nicht. Wir brauchen ja einen tollen Namen. So. Toad Island ist in Ordnung. Also, fertig mit Überlegen, ja. Dann ruft jetzt jeder den Namen, der ihnen in den Sinn gekommen ist. Bereit, fertig, los. Toad Island! Noctopia! Herrlich, wie viel Fantasie ihr habt. Ganz klar, bei solch tollen Ideen werden wir auf jeden Fall fündig.
Dann stimmen wir jetzt alle ab. Ich sage laut die Namen und ihr klatscht für den, den ihr möchtet. Okay? Dein Hype gefällt mir, Pius. Lass mich mit deinem anfangen. Also, der Vorschlag von Pius war... Toad Island. Oh mein Gott. Ja, Hype. Na sowas. Das ist ja ein richtiger Publikumsliebling. Alle klatschen hier. Und alle lassen Like da und abonnieren den Kanal. Wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. Also, wenn alle einverstanden sind, nehmen wir doch einfach Toad Island, hm? Ja, Mann! Es läuft! Wunderbar! Die Likes stimmen auch. Das ist ja fantastisch hier. Dann taufe ich diese schöne Insel hiermit auf den Namen Toad Island. Nun, Pius... Mit deiner Namenswahl für Toad Island hast du deine Kreativität unter Beweis gestellt, wie auf YouTube. Damit wäre es so schön, wenn wir auch in Zukunft bei wichtigen Entscheidungen auf dich zählen könnten. Na klar, ich bin Bürgermeister, hallo? Ja, Pius, und hiermit ernenne ich dich zum Inselsprecher von Toad Island. Pius, hast du wohl ein paar Worte für uns übrig als neue Bezugsperson für deine Nachbarn? Ja, klar. Ich bin für euch da, meine lieben Freunde. Juhu! Dann haben wir nun also unserer Insel einen Namen gegeben und unseren Inselsprecher gewählt. Heute war ein ereignisreicher Tag. Wir sind wohl alle reif für die Koje, aber zuerst stoßen wir noch an. Aber bitte alkoholfrei. Mit Apfelsaft. So, Prost. Hat die da einen? Ja, ich habe auch eins. Ja. Randvoll mit frischem Saft aus den guten Kirschen hier. Frisch geerntet von unserem Inselsprecher. Ja, genau. Dann alle zusammen. Prost auf Toad Island und alle, die hier wohnen. Zum Wohle. Oh, lecker. Lecker, lecker, lecker. Der macht Party! Party! Er feiert sich richtig hier. Wir machen jetzt zusammen Musik hier. Okay, so, moin. Rudi, wenn man hier so ums Lagerfeuer sitzt, fühlt man sich wie im Urlaub. Ja, genau. Oh, und die Musik hier dabei. Oh, ist geil hier. Meine Liebe, Servus! Mareile, was geht? Eine Lagerfeuer-Party auf einer einsamen Insel. Nicht schlecht, Herr Specht. Hühnermist. Bin wieder da. Moin, zurück hier. Wir haben, ich glaube, das Tutorial jetzt beendet, oder? Sind wir jetzt durch hier? Nook, was geht? Oh, Pius, ich hoffe, du vergnügst dich. Ja, klar. Wenn du ein wenig Ruhe brauchst, leg dich ruhig in deinem Zeltchen aufs Ohr. Wir bleiben hier und sorgen dafür, dass das Feuer für heute schön weiterbrennt. Was eine krasse Party, ja klar. Ja, hinlegen klingt ganz gut. Wunderbar, aber warte, ich habe da noch was Kleines für dich. Oha, was ist das? Ein Radio? Dein eigenes Feldbett. Stell es in dein Zelt auf, damit du nicht auf dem Boden schlafen musst, ja. Ach, und ein paar Kisten warten dort auch auf dich. Vielleicht kannst du ja mit dem Inhalt was anfangen. Um die Kisten zu öffnen und die Sachen darin zu verwenden, drücke einfach A. Und wenn du dich aufs Ohr legen willst, beweg dich mit dem linken Stick auf dein Bett. Morgen ist ein großer Tag für dich, der Anfang deines Insellebens. Also ruh dich gut aus, hm? Ja, aber jetzt habe ich dir genug erzählt. Zeit für die Haie. Schlaf gut, Pius. Okay, tschüss, meine lieben Freunde. Wir sehen uns morgen wieder. Party hart, ne? Tschüss. Ab ins Bett, Leute. Gehen wir mal das erste Mal in unser Zelt rein. Oh, es ist so toll. Es ist so schön. Ich habe so viel Spaß hier gerade. Es ist so toll. Hallo, moin an Janis. Servus. Ui. Ah ja, Y, ne? Ne, A. Okay. So, wir haben jetzt hier ein Radio.
Kann man damit was machen? Ah ja. Die RTL News, okay. Ein bisschen Licht. Yay. Ui, ein so schönes Zelt. Uiuiui. Tom Nook, wenn du schläfst, werde ich an deiner Kniescheibe hängen. Ah ja. So, wir gehen jetzt hier zum Schlafen. Das Bett platzieren. Aber woanders denn bitte? Nein, stopp. Ich will das drehen. Okay, so. Hallo? Jetzt komme ich da nicht durch, oder was? Hallo? Okay. So, komm. Alles noch ein bisschen ungewohnt hier. So. Okay. Darf ich mal sagen, wir gehen schlafen. Wie er sich einfach da drauflegen tut. Ja, schlaf mal ein bisschen. Eieiei. Wir schlafen ein wenig. Das Game kommt morgen raus, ja? Am 20. März ist der Release. Oh, KK! Servus! Du hast dich dazu also entschlossen, umzuziehen? Willst der Welt deinen Stempel aufdrücken? So muss das laufen. Gib im Leben viel zu viele Leute, die dir was vorschreiben wollen. Oh ja, gerade heute auf Twitter. Wieder eine Diskussion gehabt. Aber wen juckt's? Ja genau, du gehst deinen eigenen Weg. Einfach so leben, wie man's für selbst für richtig hält. Da tun sich neue Horizonte auf. Oh ja. Aber merkt ihr eins, niemand kommt auf Dauer ganz alleine über die Runden. Das stimmt. Wenn's da draußen hart auf hart kommt, dann wirst du glücklich sein, ein paar Mitstreiter an deiner Seite zu haben. Ja. Hallo Samuel. Aber du bist sicher nicht hier, um einen alten Hund beim Miauen zuzuhören. Nee. So langsam wird's Zeit für dich, die Äuglein aufzutun. Oh, aber schreib dir die Sache mit den Mitstreitern hinter die Ohren. Du wirst mehr Spaß auf deiner Insel haben, wenn du ein paar Gleichgesinnte dorthin einlädst. Ui! Ein Neuanfang auf einer einsamen Insel zusammen mit deinen besten Freunden. Klingt gut, oder? Ja. Sobald du aufwachst, lebst du synchron mit der echten Zeit. Klammer, viel Spaß. Das wär's von mir. Hau rein, man sieht sich. Jojo. Okay. Tschüss, KK. Okay, mit dem habe ich jetzt hier gar nicht gerechnet. Das kam jetzt gerade ein bisschen überraschend für mich. Ich habe das natürlich noch nie gespielt hier und kenne hier nichts. Ist alles blind. Warum ist kein DSL-Modem im Zelt? Ja, 1 und 1. Pius, bist du wach? Ich hoffe, ich habe dich nicht aus dem Schlaf geschreckt. Ich würde gern etwas mit dir besprechen. Ja, ja, ich warte hier, bis du soweit bist. Pius, aufwachen! Aufwachen, Pius! Ja, komm! Neuer Tag! Wir müssen los! Es läuft... Alter Kuchen! Ah, ja. Ausschalten. So, tschüss. Nook, ich bin da! Nook, was willst denn du von mir? Uiuiui. Oh, ich hab einen Briefkasten. Geil. Ah, da bist du ja. Ich hoffe, du hattest ein geruhsames Nickerchen. Ja, ja. Obwohl, eigentlich war es etwas mehr als nur ein Nickerchen. Ein neuer Tag ist angebrochen. Was? Ich habe so lange geschlafen, Nook. Ich habe verpennt. Oh mein Gott. Ach, es ist ganz normal, nach so einer Umstellung im Leben etwas erschöpft zu sein. Apropos, ich habe noch ein paar Dinge, die dir beim Eingewöhnen in unser kleines Paradies von Nutzen sein sollten. Dennis gönnt sich auch hier gerade, okay. Zuerst einmal brauchst du das hier. Oh, mein Smartphone ist da, endlich! Dein ganz persönliches Nook-Phone. Ich habe es speziell für Bewohner der Insel entwickeln lassen. Jo, krass! Warte mal, nicht so hastig. Nimm es doch bitte einmal in die Hand und schalt es ein, okay?
hallo, wir müssen erstmal hier Updates installieren und so, ne? 20 Android-Updates und so, das dauert erstmal hier. Wir haben hier nicht so viel Internet, ne? Nur 3G, weißt Bescheid. Okay. So. Willkommen. Okay, moin. Ui. Was? Perfekt. Dann ist es also eingeschaltet. So, jetzt kannst du es gerne verstauen. Updates installiert sich jetzt von alleine. Eine Frage, Pius. Hast du schon einmal ein Smartphone benutzt? Nö. Ich habe hier auch gar keins rumliegen. Nein. Ich habe selbst eines. Obwohl, er schenkt mir ja eins, deswegen nein, aber sicher. Sehr gut. Dann sollte das ja ein Kinderspiel für dich sein, ja. Und Nook-Phones sind sogar noch ein Stück einfacher zu bedienen als andere Smartphones. Ach echt? Okay. Also das richtige Handy für meine Oma. Aha. Oh ja, wir haben einfach die meisten Funktionen entfernt. Oho, ich sag ja, für meine Oma. Ein bisschen simpler. Oh, eine Sache noch. Ja. Hier ist deine Rechnung. Oh, geil. Da ist alles aufgeführt. Flugticket, Unterkunft, natürlich die Party, ne, ganz klar. Die Kirschen, ne. Nebenkosten, Steuern und natürlich dein Nook-Phone. Ja, ja. Damit kommen wir summarum auf bescheidene 49.800 Sternis. Alles klar, du. Moin, Aaron. Gut. Also dann, Moment. Du hast keine Sternis. Wie konnte ich das nur übersehen? Natürlich. Aber kein Anlass zur Sorge. Nein. Für diesen Fall bin ich natürlich vorbereitet. Ja. Du kannst dein Reich für die Inselpaket auch mit Meilen abbezahlen. Ich präsentiere hiermit einen brandneuen, überaus praktischen Service. Nooks Meilenprogramm. Programm? RTL? Nun, es ist nicht wirklich RTL. Es ist eine kleine formaldidable Idee, wenn ich das so sagen darf. Ja. Mit Nooks Meilenprogramm verdient man Meilen, indem man hier auf Toad Island einfach nur lebt. Also wie so ein Treueprogramm bei Edeka oder Rewe. Du weißt Bescheid. Ich würde sogar sagen, dass man umso mehr Meilen man verdient, je mehr man das Leben auf der Insel genießt. Aha. Und mit Hilfe dieser Meilen zahlt man dann seine Umzugsgebühr. Und das ist noch längst nicht alles. Müsstest du deine Rechnung mit Bargeld begleichen, wären 49.800 Sternis fällig. Oha. Ja. Aber da du stattdessen diesen wunderbaren Service nutzt, sind es nur läppische 5.000 Meilen. Ja, krass. Ich werde dich dann mal für das Programm anmelden, damit du ab sofort in Meilen bezahlen kannst. Kostet nur 10 Euro im Monat. Ja. Weitere Details findest du auf deinem Nook-Phone. Starte dazu einfach die Nook-Mein-App. Du wirst sehen, dass ich schon für die Insel, du wirst sehen, dass du schon für die Insel zur Insel, was? Schon für die Reise zur Insel und den Beitritt zum Programm Meilen verdient hast. So, Sprachenlernbubble hier. Hallo, Wladimir. Moin. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich muss mich um ein paar Dinge kümmern, okay? Aber lass mich doch nicht einmal zu deiner Ankunft beglückwünschen. Danke. Es freut mich, dich als Kunden von Nook Inc. und Bewohner von Toad Island zu begrüßen. Moin. Boah, der labert ohne Ende, ey. Oh Mann. Hallo Pascal Gamer, hallo. Moin. Eieiei. Pius zum Nook will Hühnermist. Oh Mann. Was hast du denn gefragt, Pascal? Eieiei. Und moin auch an Samuel, moin an alle, die am Start sind hier. Servus. Eieiei. Okay, das war jetzt erstmal viel Tutorial und Gelava. Mein neues Leben hat begonnen. Ich kann tun und lassen, was ich will. Juhu! Oh yeah. Ab jetzt vergeht die Zeit wie auf der Insel, hier auf der Insel, synchron mit der echten Welt. Berühre nicht den Powerknopf. Ja. Okay, aufhören, das ist bei Minus, okay? Oh mein Gott, es geht los! Unser Smartphone. Krass. Designs, okay. Gucken wir uns mal den Pass an. Pass,
All deine Passdaten sind hier gespeichert. Weiter. Du kannst dein Foto, dein Titel und dein Kommentar jederzeit ändern. Uiuiui. So, ich will einen Kommentar schreiben, hallo? Bearbeiten. Kommentar. Nein, nicht ein Komma. Moin! Moin! Meine lieben Freunde, Servus! Ich bin der allererste Siedler, ja? Nee, das gefällt mir nicht. Titel ändern. New Leaf, ja. Pocket Camp White World. Aha, okay. Allererster Bewohner, meinetwegen. Klingt besser als Siedler. Allererster Papa auf der ganzen Welt, ja, Mann. Inselsprecher, sehr schön. Ausgestellt 19. März 2020. Oh, das ist so geil. Jetzt kann ich angeben bis zu meinem Lebensende, dass ich das Game einen Tag früher hatte. Yes, Mann. Endlich was erreicht im Leben. Sehr gut. So, Sternzeichen Krebs. Ja, stimmt soweit. Okay. Ja, wunderbar. Öffnen wir die Karte. Da bin ich. Da ist Meile. Und hier ist unser Rudi. Flughafen. Service Center. Minikarte immer an, bitte. So, hier haben wir unsere Kamera, okay. Mit Filtern und Effekten. Ah, man kann sie noch bewegen, ja, sehr geil. Okay. Aber dann machen wir ein besseres Bild, und zwar von hier. Vor unserem Zelt machen wir jetzt das erste Bild, Leute. Und jetzt Y. Ah, ne, X. Obwohl. Der Baum ist mir ein bisschen im Weg. Wie kann ich denn die Kamera bewegen? Ah, ja. So ein bisschen schräg geht das nicht? Ah, ne. Okay. Ah, ne, hier. Oder? Ja. Der Baum, der regt mich irgendwie auf. Ah, ja, machen wir ein bisschen rausgezoomt. So. Ja, unser erstes Bild. Komm, passt. Machen wir noch einen Filter an. Ach, ein Rahmen, okay. Ui. Mit Datum, ja, ist ganz geil. Und ein Rahmen. Scharf. Pop. Weichzeichner. Drama. Kino. Schwarz-Weiß. CPA. Standard. Ja, machen wir mal das hier. Obwohl. Ja, nehmen wir ganz normal erstmal. So, fotografieren, Lodi. Yay! Sehr schön. Cool. Wir haben Post bekommen, Lodi. Rudi hat, glaube ich, Depression. Nein, dem geht's gut. Von Nintendo. Oh, wie süß. Lieber Pius, vielen Dank für das Herunterladen des Updates. Um uns erkenntlich zu zeigen, möchten wir dir ein Geschenk überreichen. Bis zum nächsten Update. Jo, als ich das Spiel gestartet habe, kam direkt ein Update, Leute. In die Tasche. Noch einer von Nintendo. Lieber Pius, alles Gute zu deinem Umzug. Wir hoffen, dass dir das Inselleben gefällt. Um diesen Neuanfang zu feiern, haben wir dir ein Geschenk für dich, das dir sicher helfen wird. Okay, danke. Nintendo. Ehre. Ui.
Aha, ungelesene mit Geschenk von Bewohnern, von Freunden. Oh, man kann sogar Online-Briefe verschicken. Oh, das ist ja cool. Ja, sehr geil. Ey, das gefällt mir richtig gut hier. 300 Briefe kann man speichern. Ja, sehr geil. So, ich würde sagen, wir gucken mal. Ah, nee. Die beste Neuerung habe ich ja gerade vergessen. Man kann ja jetzt auch die Sachen draußen hinstellen. Deswegen, Leute, wir platzieren jetzt unser erstes Item draußen. Und Smile Kit oder Slime Kit. Hi und bye. Aber like gerne den Stream. Pius, wie findest du es? Das Fred. Achso, der von diesen. Dieses Hausbewertungszeug, ne? Ja, ist ein bisschen schade, aber ich habe das jetzt auch nicht so gefeiert, dieses Haus bewerten. Aber das soll ja irgendwie auch noch da sein, ne? Okay, so. Item hinstellen. Ein Geschenk öffnen, ja. Was? What? LOL. Ja, moin. Oh, da kann man ein geiles Bild machen. Nein, stopp. Weiterspielen. Ach, dieser Baum, der regt mich so auf, ne? So. Sehr gut. Wir haben ein Bild gemacht, Lodi. Okay, was ist das nächste Item? Eine Behilfswerkbank, aha. Lernen, ja. Ist das eine Anleitung fürs Basteln? Wie soll man sich das denn merken? Ja, dann mach doch mal. Oh. Okay, die nehmen wir wieder mit. Die stellen wir in unser Zelt. Gibt es am Anfang 1A-Früchte? Nee, die gibt es ja erst später irgendwie. Jetzt am Anfang ja noch nicht. So. Meine Nintendo Switch. Oh, cool. Oh, ist das geil. Oh, ist das schön hier. Aber das mit dem Licht anmachen, das regt mir jetzt schon auf hier wieder. Nein. Kriege ich das Licht hier nicht an? Warum denn nicht? Also so recht, ganz zurecht komme ich hier noch nicht. Also der will das hier nicht anmachen. Angeblich ist hier zu wenig Platz, obwohl eigentlich genug Platz ist, aber. Okay, dann halt nicht. Und hallo auch an Dario. Hab mir Animal Crossing vorbestellt. Kann es aber morgen nicht holen, da es bei mir im Laden zugemacht hat. Oha. Hättest du wechseln müssen auf Verschickungen oder auf Nachhauselieferungen. Hätte man umstellen können. So. Ah ne, die Karte öffnet man immer noch anders. Die Karte öffnen wir ZL und dann hier. So, wir brauchen mal eine Brücke. Gucken wir mal in die Nookmals rein. Okay. Ja, ist schön, schön, schön. Genau. So. Unsere erste Nookmals. Okay. Wie viel sind das? 500. Ui. Ja, Gönnung. Vielen Dank für die Teilnahme an Nooks Reif für die Inselpaket. Für den Umzug zur Insel erhältst du deine erste Nookmine. Cool. Angelmeister, okay. Angeln ist auf einer einsamen Insel eine lebenswichtige Sache und ein neuer Abonnent und zwar XXMoli GESXX. Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen auf dem Kanal und willkommen hier bei Team Toad und Animal Crossing jetzt hier auf dem Kanal. Das ist jetzt erstmal für die nächsten Wochen der Fokus. Moin an Toad 272. Moin. Du kannst das jetzt schon spielen. Ich bin einfach Profi. Ich hatte Glück bei der Lieferung. Das ist alles. So, soziales Tier, aha. Nook Inc. begrüßt es, wenn die Bewohner sich möglichst viel begrüßen. Oder viel grüßen. Am besten solltest du jeden Tag allen deinen Nachbarn zumindest einmal kurz Hallo sagen. Okay. Damit fangen wir mal an. Moin, Rudi!
Jo, Pius, die Stelle, die du für mich ausgesucht hast, die ist einfach perfekt. Danke. Wir sollten uns weiterhin gegenseitig unterstützen. Mit einem Freund ist alles einfacher. Wie? Ach ja, ich hab was für dich, ne? Als Dank für die Hilfe mit dem Zelt. Wie? Oh, Mika, hallo, moin. Dieser Tulpenhut ist perfekt für Toad Island. Probier ihn an, indem du X drückst, um deine Tasche zu öffnen. Drücke dann A, um ihn auszuwählen. Ui. Wähle dann tragen. Später kannst du ihn jederzeit wieder loswerden, falls er beim Trainieren stört. Ja, ja, du Sportheini, du. Ja, ja, so. Okay. Danke dir für den Tulpenhut auf jeden Fall. Okay, naja. Er ist ganz süß, oder? Doch, kann man schon machen. Kann man schon machen. Hallo, Animal Crossing, yeah, und dann auch noch Kirschen, beste. Hi, willkommen auf dem Kanal. Dankeschön fürs Abonnieren. Sei gegrüßt und ja, Kirschen sind schon ganz geil. Sieht sehr hübsch aus, ja. Obwohl, Äpfel hätte ich noch lieber gehabt. Hallo auch an Luca, moin. So, moin, hallo. Die Location für mein Zelt ist nicht nur der Hammer. Nein, nein, die ist der ganze Werkzeugkasten. Aha. Hast du ein 1A-Händchen bewiesen, Pius? Mich hast du ab jetzt öfters an der Backe. Ach mal, Mareile, kein Ding. Ich hab's, ich zerbrech mir schon eine Weile den Kopf darüber, wie ich dir mal was Gutes tun kann. Endlich hat mir der Geistesblitz eine knallharte Anleitung für einen DIY-Blättchenschirm. Ha! Ah, dieses Baudinger, ja, ja, hm. Was sticht einem hier auf der Insel als allererstes ins Auge? Ganz klar, das Unkraut, das hier so wuchert. Ja. Der Anblick alleine war die Inspiration für dieses knallharte Bastelprojekt. Musste ich nicht bedanken. Ich danke trotzdem. Wenn du dich noch ans Basteln getraut hast, hau mal Tom Nook an, okay? Hm. Der organisiert kostenlose Schnupperkurse im Service Center. Konnte auch erst nicht glauben. Ah, ja. Okay. ZL. Wir haben was geschafft, Lodi. Und zwar haben wir mit allen Bewohnern gesprochen. Yay. Die nächsten Meilen auf unserem Konto. Optimal. Und Caro, moin noch an dich hier. Servus. So. Okay, ah, wir müssen jetzt in den Service Center gehen und da können wir das erste Mal basteln, Leute. Obwohl, ich glaube, wir haben noch gar keine Materialien, aber okay. So, moin, huhu. Ah, Pius, willkommen, willkommen. Na, hier ist es doch ganz kuschelig, nicht, hm? Nicht komfortabel, aber schon kuschelig, ja, ja. Lass es mich wissen, wenn du einen Rat zum Inselleben oder irgendwas anderes brauchst. Wenn du Tipps brauchst, was du auf der Insel so alles benötigst, solltest du mit Nepp reden. Hallo Nepp, moin. Er kann dir dabei helfen, an die nötige Grundausstattung zu kommen. Aha. Pius lernt basteln, ja. Und falls du Sternis brauchst, er hat eine recht großzügige Ankaufspolitik. Soll heißen, er kauft fast alles. Auch Gras. Nicht unbedingt die gewiefteste Business-Methode, aber definitiv großzügig. Ja, ja. Oh, eine wichtige Sache noch. Wir bieten eine Gratis-Einführung ins Basteln an. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Ah ja, ein Workshop, aha. Ich würde mich freuen. Jo, ich freue mich auch. So, wir basteln. Ah, wie sehr hast du meine Werkbank fürs Basteln entdeckt. Jo, schon auf der E3, aber okay. Im Juni letztes Jahr. Ja, ja, die Einführung ins Basteln. Jeder Teilnehmer darf das selbst hergestellte Werkzeug behalten und erhält ein Set von Anleitungen. Aha. Äußerst nützlich für das Leben auf der Insel. Hm? Soll ich für dich den nächsten freien Kurs anmelden? Ja, mach mal bitte. Aber mit Vergnügen. Ja, ja, so gefällt mir das. Ich habe gerade Zeit, also können wir gleich loslegen. Aha. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt.
Willkommen bei meiner kleinen Einführung ins Basteln. Servus. Im Grunde ist es sehr einfach, wie du gleich selbst sehen wirst. Du brauchst lediglich eine Anleitung, die nötigen Materialien und eine Werkbank wie diese hier. Heute bauen wir uns mit ganz gewöhnlichen Materialien eine Angel. Für eine Angel brauchst du nur 5 Äste. Sie wird aber etwas filigran sein, aha. Finde die nötigen Materialien und komm dann wieder zu mir. Okay, 5 Äste kriegen wir hin. Haha. So, 5 Äste, das ist gar kein Ding hier. Und irgendwann sind wir mit dem Tutorial auch durch. Irgendwann. So, 5 Äste. 1. 2. Hier ist ein Stein, nehmen wir den mal mit. 3, 4, 5. Genau, ah, wir haben sogar 6. Nehmen wir eine mal wieder weg. Nein. Egal, nehmen wir alle mit. Ich bin fertig, Nook. Bin Profi. Ich hoffe, du bist sehr stolz auf mich, mein Lieber. Ja. So, hallo. Ah ja. Erstmal das Buch weglegen. Apius, du hast das nötige Material gefunden. Hm, ja. Also dann bauen wir uns da eine Angel. Ja, ja. Wähle zum Anfang ein Projekt an der Werkbank aus. Versuch's mal, okay. Ja, eine Angel, ja. Und wir brauchen 5-mal einen Ast. Okay. So, herstellen. Wir bauen, Leute. Die Wackelangel ist fertig. Genau, perfekt. Wie du siehst, ist Basteln ganz einfach, solange du eine Anleitung hast. Und das war's auch schon. Die Einführung ins Basteln ist beendet. Oh, eine Sache noch. Hier sind noch ein paar einfache Anleitungen. Kostenlos natürlich. Und hallo an Dom Ten Reaction. Servus. Ich schicke sie dir einfach auf dein Nook-Phone. Hast du hier Internet? 3G, sagst du? Okay. Ja, ja, geht schon irgendwann. Geht schon. Oh, ui, es hat vibriert, Leute. Ui. Bastel-Anleitungen. Mhm. Ausgezeichnet, die App Bastel-Anleitung ist nun auf deinem Nook-Phone installiert. Yay. Und die Wackelangel, die du gerade gebastelt hast, darfst du natürlich behalten. Die sollte dir gute Dienste leisten. Eine Weile lang zumindest. Eine kleine Weile. Ja, ja. Wo wir von Angeln sprechen. Ich bin kein Meisterangler, aber einen Tipp kann ich dir geben. Meiner Erfahrung nach solltest du beim Auswerfen der Leine... Oh, scheiße. Einfach drücken. Wenn du etwas fängst, würde ich es gerne sehen. Die örtliche Fauna interessiert mich sehr. Okay. Ja, dann geht's mal los, ne? Leute, wir angeln jetzt unseren ersten Deluxe. Jetzt angeln wir unseren Deluxe. So. Aha. Ausrüsten. Der Hut passt ganz gut, oder? So, Fischis. Fischis. Gibt's hier einen Fisch? Fischis. Da, Fisch. Hallo Fischi, komm her. Na, Fischi. Geht das schon wieder los hier, oder was? Oh, wie ich Angeln liebe, ey. Yes! Unser erster Fisch. Ja, Mann. Ein Barsch. Abmarsch. Barsch. Oh, immer diese Flachwitze hier. Ja, geil. Oh, ist das schön hier. Das ist der nächste Fisch. Fischi, komm her. Oh yeah. Ja, Mann. Ein Seebarsch. Manchmal bist du wirklich sehr barsch. Oh, weil diese Witze hier, ey. Das ist ein Fischerhut. Hier ist es hier wie confirmed. Ja, passt ganz gut zum Angeln, ne? Oh, eine Muschel. So.
Gehen wir mal hier. Ach, das ist ja der Flughafen, okay. Oh, ist das geil hier, ey. Und vor allem, Leute, diese ganzen Sounds, wenn man hier überall geht, ey. Oder das Fischen gerade. Das ist so gut. So gut einfach. Es ist so geil. Oh, das ist ein kleiner Mini-Fischi. Fischi, komm her. Komm her, Kleiner. Kleiner. Bist du nach links, mein Süßer? Ach, komm doch her. Trau dich. Hä? Oh. Der will mich verarschen, der Typ. Na komm. Nein, ich hab verkackt. Hilfe. Oh, ist das schön. Bin da schon wieder da. Esse ab, oder? Alles klar. Tschüss. Oh, ist das mega. Oh, da ist ein Schmetterling. Da ist ein weiterer Fisch. Okay, Fischi, komm her. So. Ah, nein, er hat doch nicht angebissen eben. Ja, ich bin noch ein bisschen ein Noob. Oh, das ist ein ganz großer. Komm zu Papa. Er kommt, er kommt. Ah, ich bin so schlecht, ey. Angeln ist nicht mein Ding, ey. Hilfe. Da ist noch ein großer. Wir müssen ein bisschen mehr warten, bis der anbeißen tut. So, easy. Ja, Mann. Ein Hassel. Hasselein, hüpf. Okay. Wir haben bisher drei verschiedene Fische. Oh nein, der ist weg. Tschüss, Fischi. War schön mit dir. So, ich würde mal sagen, wir gucken mal in die Bauanleitung rein. So, Bastanleitung, genau. Ein Kescher. Okay, nochmal vier Äste, das ist ja gar kein Problem. Und dann gönnen wir uns mal einen Kescher. Holz, wo seid ihr? Ah, ich kann ja einfach schütteln. Da sollte ja eigentlich was rauskommen, oder? Genau. So. Ja, oder? Oh, Geld! Leute, unser erstes Geld. 100 Euro aus dem Baum. Ja, sehr schön. Nein! Nicht am ersten Tag. Oh, das war knapp. Am ersten Tag. Oh, nee, ey. Tschüss. Ich wollte nur einmal Hallo sagen, Nuck. Oh, ja, moin, ey. Ja, moin. Hallo, ja. Das war knapp gerade. Ah. Komm, hier ist doch irgendwas. Nix. Als ob. Ich brauche Äste, Junge. Oh, ein Item. Und zwar ein Profi-Bürostuhl. Ah, ja. Ach komm, gib mir mal ein paar Äste. Sehr gut. Okay, jetzt habe ich es. Okay, wunderbar. Nee, einer fehlt noch. Geld. 200. Money, money, money. Okay, jetzt passt es. Jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Das war knapp. Oh ja. Immer Bäume mit einem Kescher schütteln. Ah, wegen. Ja, genau. Ja, stimmt.
Seit wann wächst Geld auf Bäumen? Seit Animal Crossing 2001. So, Nook. Ich baue jetzt was Schönes. Etwas herstellen, genau. Und zwar nehmen wir jetzt einen Kescher. Ja, bitte. Geil, ne? So, genug fürs Erste. Das reicht, das reicht. So, ich will was verkaufen. Moin, moin. Hier laufen zwar noch die Vorbereitungen, aber eine Handvoll Kleinigkeiten bieten wir schon an. Da wir ja kaum Lagerplatz haben und so, gibt's eigentlich auch täglich neue Sachen bei uns. Du hast bestimmt allerhand zu tun, aber schau doch mal vorbei. Vielleicht gibt's ja was Schönes für dich. Jo, ich schau da mal rein. Wo kommt das Netz her? Gute Frage eigentlich. Ja, moin. Ein Werkzeugkasten? Junge, wie teuer ist das denn? Willst du mich verarschen? Ach, hier geht's Eier. Lol. Der ist ja ziemlich teuer, der Typ. Mein erstes Bastelbuch. Oh. Anleitung Schleuder. Aha. Ja, du bist ein bisschen teuer. Alles klar, soweit. Wir verkaufen hier nicht nur, wir kaufen auch Sachen an. Alles, was man hier so findet. Und weil eine saubere Insel was Tolles für uns alle ist, ja? Tja, darum zahlen wir auch ein paar Sternis für Unkraut oder Abfälle. Ah ja, das müsste im Real Life auch funktionieren. Das wäre ja sehr geil. Wenn du nicht sicher bist, ob wir etwas Bestimmtes ankaufen, fragen kostet nichts. Naja, vielleicht doch irgendwann mal. So, ich will was verkaufen. Genau, verkaufen bitte. Und zwar habe ich ein bisschen Gras, bitte. Und ich habe ein paar Muscheln. Gönn dir. Oh, da hast du ja einiges für uns dabei. Ich rechne das mal kurz mit meinem Taschenrechner durch. Und ja. So, insgesamt bekämst du 580 Sternis. Oha. Ja. Gönnung. Firma dankt. Wir hoffen, du beehrst uns recht bald wieder. Tschüss. Tschüss mit Ö. Ja, moin. Ui. Wir haben neue Nook-Meilen freigeschaltet. Und zwar. Ja, was denn überhaupt? Ah, hier. Fotofreund, okay. Gönnung. Ey, es macht so viel Spaß. Es ist so geil. Und hier das nächste. Ah ja, Pass angucken. Ja, habe ich auch gemacht. Ja. Und hier, verkaufen. An den Nepp und Schlepp. Ah, ist das super. Okay, alles andere haben wir, glaube ich, noch. Doch, hier. Abgeblättert. Ui. Die Bäume blättern. Also, die Bäume schütteln. Ah, ja. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir alles, ne? Ja, erstmal so. Ja, passt. Okay. Ja, geil. So, jetzt können wir mal ein bisschen shoppen gehen, würde ich sagen, ne? Oh, wie konnte ich das vergessen? Ich sollte dir dieses Terminal kurz erklären. Ja, ja. Das ist ein Nook-Portal. Ein Nook-Portal? Und es wird dein Leben auf der Insel leichter machen und dein Spielerlebnis erweitern. Im Moment bietet es dir zwei Funktionen, Pius. Da wäre es erstmal Nook-Shopping. Dort kannst du Dinge bestellen, die man auf einer Insel schwer findet. Außerdem dient es als Geldautomat der Nook Direct Bank. Ah ja. Ach so. Zudem ist es ein Service in Arbeit, über den du Nook Meilen gegen diverse Premium eintauschen kannst, wie bei Treuepunkte bei Netto. Bitte nutze diese wunderbare Funktion nach Herzenslust. Die sind äußerst nützlich. Ja, ja. Ja, klar. Willkommen beim Nook Portal, einem multifunktionalen Terminal von Nook Inc. Moin! Einmal pro Tag erhalten Sie für den Zugriff auf das Nook-Portal Bonusmeilen. Erster Tag 50 Bonusmeilen. Ui. Bitte wählen Sie einen der folgenden Services aus. Wir möchten ein bisschen shoppen. Ja. Und zwar.
Und zwar... KK, ist das ein Lied oder was? Oh Gott, ist das teuer. Ja, moin. Ich weiß nicht, irgendwie spricht mir das ja alles nicht so an, irgendwie. Höchstens die Brille, aber irgendwie... Ah, weiß nicht. Ah, irgendwie... Ja, weiß nicht. Ich behalte mein Geld erstmal. Ja. Machen wir weiter. Und zwar haben wir noch kein Lagerfeuer hier gebaut. Aber wir könnten mal bei unserem lieben Nepp einkaufen gehen. Moin, moin. So, ich will was kaufen. Und zwar... Nehmen wir mal ein... Mein erstes Bastelbuch. Mein erstes Bastelbuch ist ein digitales Buch mit Bastelanleitungen. Der Preis beträgt 85 Sternis. Na, Interesse? Ja, Gönnung. Nehme ich. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit von dir, 85 Sternis erhalten zu haben. So, Bastelbuch ist gekauft. Dann wollen wir mal die Anleitung aus Mein erstes Bastelbuch auf dein Nookphone hochladen. Mit 3 Mbit Upload. Gönnung. Oh, das dauert ziemlich lang. Ah, geh doch. Und fertig. Wir hoffen, du hast mit der neuen Anleitung noch mehr Spaß am Basteln. Tschüss. Gäbe es uns noch etwas, was wir dir andrehen könnten? Mal nach Zahlen, genau. Ja, die noch bitte. Das ist eine Bastelanleitung für eine Schleuder. Das reicht gerade noch so aus mit deinem YouTube-Money. Dann bist du einfach mal bankrott. Läuft bei dir auf jeden Fall. Der Preis beträgt 300 Sternis. Na, Interesse? Ja klar, nehme mit. Nehme mit. Vielen Dank für deinen Einkauf. So, danke, danke, tschüss. Firma dankt. Schön mit Ö. Okay, so. Ah ne, wir haben bestimmt eh kein Material, deswegen... Erstmal gucken. So, Bastelanleitungen. Ein Strohbrett. Brett. Bett, Junge. Und ein Steinhocker. Ja, moin. Ja, komm. 20 mal Unkraut, oha. Okay. So, was habe ich hier sonst noch irgendwie? Was? Aha. Erlernen. Ja, lern mal bitte. Ich weiß jetzt, wie man eine Behilfswerkbank herstellt. So, okay. Machen wir das mal eben ganz kurz alles. Was war das jetzt gerade für ein Sound? Naja. Okay. Ich würde sagen, wir gönnen uns mal eben 20 mal Unkraut. Das sollten wir ja schaffen. Ich glaube eher, dass das Amiibo-Karten sind und keine... Doch, doch, waren Rezepte. Okay, so. 20 mal Unkraut. Ist das Unkraut? Ja, ne? Ist das alles dasselbe? Ja, okay. Gut, dann räumen wir mal ein bisschen auf hier, ne? So, nimm das Zeug alles mit hier. Wir räumen auf. Wir sind jetzt hier die Straßenputzer. Weg mit dem Zeug. So, Pius, die Müllabfuhr. Wir räumen ihren Dreck weg. 20, perfekt. Und jetzt noch ein Stein. Irgendwo ein Stein, bitte. Ja, haben wir irgendwo was, oder... Ja, sehr schön. Okay. Jetzt können wir ein bisschen bauen, Leute. Ein paar neue Sachen herstellen. Oh, die Pinnwand. Ui.
schwarzes Brett. Auf diesem schwarzen Brett werden wir wichtige Hinweise und nützliche Informationen für alle veröffentlichen. Ja, also wie Twitter. Bewohner der Insel und Besucher sind herzlich eingeladen, das schwarze Brett zu nutzen, um miteinander zu kommunizieren, besondere Ereignisse zu feiern und so weiter. Okay. Wir erstellen einen Post. Moin! Okay, das O kann jetzt ein bisschen schwer werden. Ja, geht schon irgendwie. Moin. Oh, ist das schön. Nee, das sieht ein bisschen hässlich aus. Das will ich so nicht. Und auch da müssen wir ein bisschen abmachen. So. Haben wir mal ein Blau. Es wird immer schlimmer. Oh nein. Ich weiß, ich kann auch die Tastatur benutzen, aber das kann ja jeder, ne? Wir schaffen das. Komm, wie eben. Sehr schön. Optimal. So, moin. Unser Post ist draußen. Und dafür haben wir natürlich auch, wer hätte es gedacht, Nook Meilen bekommen. Selbst ist der Bewohner, genau. Sehr schön. Ah, es macht so viel Spaß. Es ist so schön. Also der erste Eindruck ist echt wunderbar. So. Gehen wir zurück zum Zelt. Ah, ist das super, ey. Bester Post EU-West auf jeden Fall. Mal nach IQ. Hallo, Katzbold. So, weiter geht's hier mit unserem wir basteln weiter. Ja. Und zwar das Strohbett mit 20 mal Unkraut. So. Und weitermachen bitte. Und jetzt noch einmal ein Steinhocker. Genau. Yay, der Steinhocker ist fertig. Das Craft macht mega Spaß. Ja, es ist einfach nur super. Okay. So, jetzt haben wir unsere zwei neuen Items, die wir direkt ans Zelt stellen können. Kuso, hi. Wie hieß denn du sonst? Ich kenne dich vom Namen her gar nicht, aber du bist VIP. Hast du dich umbenannt? Hi auf jeden Fall. Willkommen. So. Ich brauch so dringend einfach mal eine Axt, ne? Ach, du bist Tari. Ah, hi, moin. Platzieren bitte. So. Kann man auch draußen pennen. Oh, ist das entspannt, Leute. Oh, einfach nur wunderschön. Oh, wenn dieser Baum da nicht wäre, ne? Oh, der regt mich auf, ey. Ah, wunderschön. Ich halte es nicht mehr aus. Ich brauche dieses Spiel jetzt. Nicht mehr lang. Du kannst dich ja damit erstmal befriedigen. So. Also das hier zu sehen, ne? Und dann haben wir noch ein Steinhocker. Den machen wir mal hier hin. Oder auch nicht. Hier ist doch schön. Genau. Können wir uns draufsetzen und die Landschaft genießen. Da oben wird gerade gespeichert. Ja, sehr schön.
Ah, sehr entspannt. Das erste, was Pius tut, wenn er eine Axt hat, dann fällt er diesen Baum. Ja, ich hasse den, der regt mich so auf. Der zerstört meine Insta-Bilder, Junge. Du bist dafür da, du bist schuld, dass ich weniger Likes kriege. Weißt du das, Baum? Du bist schuld an meinen wenigen Likes. Mann, oh Mann, oh Mann. Wer das auf Instagram postet, dann stört dieser Baum, ey. Mache ich im Real Life auch so. Wenn mich ein Baum stört, dann hole ich eine Axt und reiß ihn ab, ne? Also, das macht doch jeder so, oder? Also, ich zumindest mach das so. Ja, ja. Oh! Gönnung! So, nun, was machen wir jetzt Schönes? Gehen mal in den Design-Tab. So, hier kann man Designs festlegen. Ja, ja, weiß ich schon alles. Nerv mich nicht. Einsame Inselflagge, okay. Und die kann man auf den Boden legen, ja. Schön, ne? Und auch wieder wegmachen. Pius muss sich extra einen Hocker bauen, anstatt sich auf einen normalen Stein zu sitzen. Ja, ich bin einfach, ich habe gehobene Ansprüche, ne? Ja, ja. Ich habe eine Motorsäge. Dann fäll ich den Baum, ja, ja. Mach das mal bitte. So, ich brauche jetzt ganz dringend eine Axt. Hallo, Kleiner, was geht? Nano Piu, schön dich zu sehen. Ja, moin. Hat Spaß gemacht, das Lagerfeuer, stimmt's? Ja, klar. Wir arbeiten nachts im Service Center, also komm einfach vorbei, falls mal irgendwas anliegt. Im Moment vertrete ich mir ein bisschen die Beine und schau, dass es auch allen hier gut geht. Wenn du mal Ideen brauchst, was du so anstellen könntest, sag mir einfach Bescheid. Tschüss. Okay, tschüss. Ah, okay, danke schön, blauer Yoshi. Ihr klickt da direkt mal rein. In die weiteren Anleitungen, die ich noch habe. Erinnerung an die Parodie Direct. Moin, moin, na klar. So. Ich habe noch mehr, okay. Oh, ich kann Lagerfeuer bauen, okay. Und das hier. Ne, das noch nicht, okay. Oh! Ja, geil. Ja, ein paar mehr Sachen sind es schon. Durchaus. Ich würde sagen, wir bauen mal ein Lagerfeuer, ne? Wieso baut er das nicht? Ach so. Ich bin noch gar nicht da. Let's go, der Hase, genau. So. Wir bauen jetzt ein Lagerfeuer. Los geht's. Let's go, der Hase. Das Lagerfeuer ist fertig. Genug fürs Erste, ja, ja. So, hallo. Willkommen, Pius. Was kann ich für dich tun? Hast du jetzt irgendwas Krasses für mich, bitte? Ich habe kein Geld mehr. Ja, geil. Ich habe noch ein bisschen was für dich, mein Lieber. Ich habe kein Geld mehr, Nap. Ich habe kein Geld mehr, bin arm. Aber ich werde was verkaufen. Mann, zu spät. Kein Problem, Galaxy Boy. Moin, moin. So, hab hier einmal ein Wespennest für dich, mein Lieber. Ja, drei Kirschen, ne? Unkraut. Ja, und sonst eigentlich nichts. Die Fische behalte ich fürs Museum. Und das macht... Ja, nett, nett, nett. Insta, der Pius, los, alle folgen, genau. Leute, folgt mal auf Insta. Kiki, moin, moin, hi, willkommen hier im Stream. Ja, ich habe Obst verkauft, ja. Wenn du Lebensmittel verzehrst, kannst du unerwartete Kräfte in dir erwecken. Wusstest du das schon? Ja, durch den Trailer. Du könntest zum Beispiel Felsen zerschmettern oder mit dem richtigen Werkzeug ganze Bäume ausgraben. Wir kaufen Essbares natürlich immer gerne an, aber probier es ab und zu auch gerne mal aus. Okay, tschüss. Ach, soll mit Tom Nook sprechen? Ja, jetzt bin ich gerade wieder rausgegangen. Okay, gehen wir nochmal rein, so.
gehen wir halt nochmal rein und gucken mal, was der so mir zu sagen hat. Kauf dir erstmal eine Rolex. Nee, leider kein Geld mehr. Hallo, Nook. Ah, Pius. Hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt so an? Hä? Sag, ich bin ganz Ohr. Hab ein Lebewesen. Was ist das denn, ey? Wunderbar, dann wollen wir einmal sehen, in Ordnung? Ja, klar. Ja, ich habe ein Lebewesen. Bitteschön. Oh, was für ein Fang, wenn ich mich nicht irre. Handelt es sich um einen Barsch? Ja, krass, ey. Wenn ich diese Insel so etwas wie ein Barsch beherbergt. Wer weiß, was wir da noch alles hier finden werden. Ich habe eine Idee, Pius. Ein alter Freund von mir leitet ein Museum. Ja. Und moin auch an Lu Kuku. Servus. Ich würde ihn gern mal einen Blick drauf werfen lassen. Ja, hol ihn her. Wärst du dabei einverstanden? Ja, klar. Mach das. Vielen Dank. Ich werde mich gut um deinen Barsch kümmern. Ey, ist ihn gleich auf, ey. Bevor ich es vergesse. Ganz unabhängig von deiner großzügigen Stiftung möchte ich dir eine neue App vorstellen. Ja. Unabhängig, ja. Kein Lachs? Nee, noch nicht. So, wir müssen wieder hochladen. Update abgeschlossen. Ui. Sie heißt Faunapedia. Ja, Wikipedia, so lustig. Eine übersprudelnde Wissensquelle für angehende Naturforscher wie dich. Bist du grün, Wähler? Ich wusste es von Anfang an, ey. Ja, du willst den nächsten Habeck hier zum Bundeskanzler. Ja, ich sehe schon kommen, ey. Mit Hilfe dieser App erfährst du Details über alle Insekten und Fische, die du fängst. Ja. Okay. Ich bin sicher, du wirst schon bald unzählige Einträge darin haben. Da bin ich mir auch sicher. Vielleicht habe ich dann auch eine kleine Belohnung für dich. Wer weiß? Aha. Ja, gucken wir mal rein, würde ich sagen, ne? So. Und hier kann man zu jedem Fisch und Insekt Infos bekommen. Die Hassel zum Beispiel. Saison eigentlich so gut wie jederzeit. Okay, das ganze Jahr über. Es gibt bestimmte Zonen. Tageszeiten. Mittags hat sie keinen Bock. Oder so vormittags eher gesagt. Jo. Okay. Ui. Ja, sehr schön. Nook Meilen. Wir haben was Neues freigeschaltet. Und zwar dein Nook-Phone. Eine weitere App bekommen. Ja. Yay. Und noch was hier. Erster Einkauf. Bei Nap und Schlepp. Oh, es läuft. Und noch was hier. Was für ein Brett. Influencer. Ja, moin. Okay, cool. Und Leute, jetzt machen wir mal was ganz Cooles gleich. Und zwar, obwohl, warte mal ganz kurz. Erstmal hier zu den Bastelanleitungen. Ich würde halt gerne mal... Ich brauche ganz dringend eine Axt und eine Schaufel. Ganz dringend. Hallo, ey, das heißt moin, ja genau. Das weiß man doch. So, lernen. Sehr schön. Und noch was, bitte. Eine Schleuder bitte lernen. Brettfluencer, ja. So, okay. Wir haben wieder was gelernt und jetzt haben wir hier noch was Schönes. Und zwar, den hier nicht, und zwar den hier. Das Lagerfeuer, das machen wir mal, ja, hier so hin. Nein, stopp. Ja, ein bisschen weiter da, nein, stopp. Oh, bist du doof. Warte mal. Weg damit.
Ah, gedrückt halten, dann kann man die Items ein bisschen verschieben, okay. So. Nein. So. Ah, wunderschön. Und jetzt Holz-Rolex spawnen, ja. Okay. Ja. Bürostuhl. Ja, Mann. Nein, du sollst das drehen, du Keck. Ah, perfekt, ne? Yay. Das ist auch ein tolles Bild, ne? Wir machen ein paar Bilder. Nein, nicht so doll, nur so ein bisschen. Obwohl, so ist ganz cool, oder? Yay. Okay. So, jetzt möchte ich gerne mal was ausprobieren. Und zwar die Notrettung. Wir gehen ein bisschen weiter weg. So. Und jetzt einmal die Notrettung. Notrettung. Dieser Dienst rettet dich, wenn dein Weg versperrt ist und du nicht mehr weiter kannst. Okay. Du wirst dann nach Hause oder ins Service Center gebracht. Die Nutzung dieses Dienstes ist kostet nur mal. Ach du Scheiße. Wie viel denn? Wir machen es mal. Ich will es einfach mal sehen. Moin! Resetti, moin moin. Also, wer ist denn hier dort bitte? Moment mal, mal sehen. Pio ist von Toad Island. Ja, verstehe. Bist zum ersten Mal dabei, wie? Dann spitz mal die Lauscherchen. Ich erkläre dir jetzt, wie die Sache läuft hier im Haus. Ja, ja. Wir helfen Leuten, die in irgendeiner Weise feststecken. Egal, wie es fertiggebracht haben. Aha. Du sagst mir einfach Bescheid, dann machst einmal kurz schwupp und schon bist du in Sicherheit. Bitte? Wie genau das funktioniert? Auf revolutionäre Weise. Mehr sage ich nicht. Betriebsgeheimnis. Ganz umsonst läuft die Sache nicht, aber nicht. Pro Rettung musst du 100 Meilen latzen. Na, abgemacht. Okay, einmal werde ich mal zeigen hier im Stream. Schlaues Köpfchen. Los. Lass mal 100 Meilen rüberwachsen. Alles klar. Spitze. Dann sag mal, wohin soll die Reise gehen? Zu meinem Zelt. Du willst zu deinem Zelt? Gut, kannst du haben. Verflixte Knöpfe, daran gewöhne ich mich nie. Da ist halt der Knopf, dann kann die Post hier abgehen. Rette dich, willkommen! Ah ja. Da wären wir, kannst die Knopfäuglein wieder aufmachen. Na, Knopf. Ah ja, eins noch. Seitdem es dieses neumodische Autospeichern gibt, ist es Essig mit Reset drücken und neu versuchen. Ah ja, ah ja, ja, ja. Da sagt er gerade, er hat seinen alten Job nicht mehr, weil er ja, weil das hier, das Speichern ja automatisch funktioniert und nicht mehr manuell. Nun geht er auch auf Toad Island. Getan ist getan und zurücknehmen ist nicht. Tja, moderne Technik. Bis dann. Ja, tschüss, Resetti. War schön mit dir. Seit wann ist Pius schlau? Ich bin hier Profi. Oh, ist das schön. Ist das geil. Einfach nur mega geil. Lies dir meine letzte Nachricht durch. Jo. Um die Wackelachse freizuschalten, musst du mit Tom Nook reden und die erste Option auswählen. Okay. Machen wir das mal. Gehen wir mal zu seinem Center. Ja. Hier in meinem Stream seht ihr heute so einiges, oder? Also, falls ihr neu seid, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke für mehr Animal Crossing. Hallo. Ah, Pius. Hallo, hallo. Was darf sein? Was liegt an? Sag, ich bin ganz Ohr. Was soll ich tun, Nook? Ja, ja, die ewige Frage. Nun, es gibt auf dieser Insel viele interessante Wesen zu beobachten. Ich meine, außer uns. Ah, ja. Ja, ja, mit Angel und Kescher lassen sich alle möglichen Fische und Insekten fangen.
Ich bin sehr gespannt, was du alles findest. Wenn du einen Fang machst, bring ihn zu mir, hm? Ja, ich hab da noch ein bisschen was zu mir. Ich hab noch was. Hab Lebewesen. Ich habe diesen Fisch. Ein Hassel. Oh, was für ein Fang. Wenn ich mir die Ehre, handelt es sich um ein Hassel. Oder Hassel oder so. Dürfte ich dieses Jahr ganz wieder mitnehmen? Und ob, jojo? Ja, ist geil. Macht Spaß. Oh, noch mehr Bastanleitung. Geil. Gönnung. Komm, die Axt, bitte. Ich brauche die ganz dringend. Ich muss diesen Baum loswerden. Bitte. Yes! Yes, 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 Leute. Es läuft, es rennt. Oh, es ist geil. Danke dir, Luke. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Geh mal auf das Item-Menü und geh auf die auf das Outfit-Symbol. Dann kannst du dich ausziehen. Oha. Und Dankeschön fürs Abonnieren. Willkommen auf dem Kanal. Moin, moin. Willkommen. So. Wir haben neue Anleitungen. Rippbaum. Ja, der muss weg. Der regt mich auf. Ah, ne, warte mal. Die haben wir erst. Ne, wo haben wir den jetzt? Bin ich lost? Ah, ne, hier. Ah. Okay. Ui, Favorit. So, wir brauchen 5-mal einen Ast und einen Stein. Okay, hoffentlich schaffen wir das. Und ich soll jetzt auf das Item-Menü. Dann auf Kleidung. Dann ausziehen, ne? Ah ja. Weg damit! Yay! Jetzt habe ich nicht mehr viel an. Geil. Jetzt kann ich die frische Luft mehr genießen, ja, ja. Hype. Okay, so. Hab schon wieder Demenz ein bisschen. Was brauche ich jetzt nochmal? Ja gut, 5-mal Ast und ein Stein. Gib mir bitte was. Nehmen wir die mal mit. Kann man ja ein bisschen verkaufen. Beidolax, ich warte auf morgen. Ja, hau rein. Oh, Geld. Sehr schön. Nimm das mal mit, Junge. Sehr gut. Unser Ziel für den heutigen Stream ist auf jeden Fall, den Baum zu fällen. Dann können wir glücklich den ersten Part beenden. Mann. Okay, sehr schön. Immer schön schütteln, Leute. Schütteln ist sehr gut. Hype, hype. Ja, bald haben wir es, denke ich, geschafft. Yay. Jetzt brauche ich aber noch einen Stein. Wo kriege ich diesen Stein her? Haben wir jetzt 5? Ne, 3 erst, okay. 4. Und gleich haben wir die 5. 5. So, jetzt noch einen Stein finden irgendwo. Bitte, bitte, bitte ist noch irgendwo ein Stein. Nein, hier ist keiner. Was nun, Leute? Was soll ich jetzt machen? Ich brauche einen Stein. Ich glaube nicht, dass du mit der Wackelaxt Bäume zerstören kannst. Wieso nicht? Die Axt ist doch für Bäume da, oder nicht? Ach, mies, es fehlt mir ein Stein. No! Ey, ich hab mir gerade die Axt gemacht. Ja,
Kommen die Steine nochmal wieder oder habe ich jetzt Pech gehabt für heute? Hat jemand da eine Ahnung? Den Baum in Ruhe lassen. Nee, der muss weg. Der stört mich für mein Instagram. Hartholz. Ich brauche ganz dringend eine Axt. Ganz dringend. Kann hier sonst nichts bauen. Nee. Ohne Holz wird das nix. Nee. Mann! Ja, Axt ist für Bäume da. Aber die Wackelaxt bringt dir nur weichen und harten Holz, anstatt den Baum zu fällen. Ach was? Du hast keine Äste mehr? Hä, die kommt doch immer wieder, oder nicht? Da kommen gefühlt immer neue raus. Ja, eben. Der, der abonniert hat, war... Ich gucke oft über PS4. Ich halt oft YouTube bloß, kann da nicht schreiben. Ach so, ein zweiter Account. Okay, naja. Na nun, Leute. Ich würde sagen, dann geben wir dem... Warte mal, haben wir noch einen Cacher irgendwo? Ah, den haben wir noch gar nicht benutzt. Bin so lost. Komm. Cachen wir noch mal was Schönes. Irgendein Schmetterling oder so. Schmetterling. Hallo. Fliegt hier irgendwas rum? Uhu. Als ob hier einfach nichts ist, oder was? Doch, hier. Komm her. Komm doch her. Sehr schön. Unser erster Schmetterling. Oho. Ein Schwalbenschwanz. Zwitschern, die nicht immer zu zweit. Zwischen zwei Zweigen. Oh Junge, willst du mich verarschen? Zungenbrecher am Start. So. Wir haben unser. Da ist der zweite. Bum, 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 bum. Ein Lachs auf jeden Fall. So, nochmal einer. Okay. Zweimal derselbe. Oh, moin. Du angelst ein bisschen. Mal überlegen, wie schaffe ich es beim Fischen, Super Toe rüberzukommen? Ja, du wirkst auf jeden Fall ganz stabil hier bei der Angeln. Machst einen guten Eindruck, meine Liebe. Ich mag dich ganz gerne bisher. Bist sehr nett. Hühnerscheiße. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, Pius, hättest du dir wohl lieber keinen Steinhocker gemacht? Ja, Manu. Scheiß Steinhocker. Die bekommt Lachs. Ui, komm her. No. Kommst du her? Okay, sehr gut. Nochmal ein Schwalbenschwanz. Okay. Ja, davon habe ich schon ein paar. Drei. Was? Warte mal ganz kurz. Ich muss jetzt ganz schnell was bauen. Auf wo habe ich genug Platz? Was heißt Platz? Hier, warte mal. Nein! Das Geschenk. Wir werden es nicht bekommen, Leute. Oh, das ist sehr emotional. Dies macht mich gerade traurig. Aber wir haben neue Nook-Meilen freigeschaltet. Und zwar... Ja, wo denn? Ah, hier. Nee. Wo denn? Hä? Bin ich irgendwie doof? Das haben wir auch schon bekommen. Hier ist auch gar nichts. Toll. So. Unser erster Schmetterling. Sehr schön. So. Und das Geschenk, das will mich triggern, oder? Moin, ich will das Geschenk haben. Okay. Gehen wir nochmal zum Nook.
und geben ihnen die neuen Sachen ab. Hi Pius, lang nichts gehört. Hi, mein Moon 04, nicht 64, 04, hi. Moin Moin, willkommen hier im Stream, grüß dich. So, hallo Nook. Ah, Pius, hallo, hallo. Was darf's sein? Was liegt an? Ja, ich habe wieder ein paar, ich habe ein paar Lebewesen für dich, ja, ja. Und zwar habe ich für dich einen Schwalbenschwanz, ja. So, bin wieder back. Willkommen zurück, meine Liebe. Oder mein Lieber, bist du eigentlich weiblich oder männlich? Der Schwalbenschwanz, ja, ist einfach so. Oh, was für ein Fang, wenn ich mich nicht irre. Handelt es sich hier um einen Schwalbenschwanz, ja. Dürfte ich, ja, kannst behalten und an Eugen spenden, genau. Hm. Genau. Was? Und zwar eine Zwiebel. Wir haben eine Zwiebel bekommen. Ui. Du kannst in die Erde pflanzen, einpflanzen, wo du möchtest. Ein paar Tage später blühen dort hübsche Blumen. Oh, das ist schön. Bin männlich, alles klar. Probier es einfach mal aus. Und wenn du Gefallen daran findest, kannst du jederzeit mehr kaufen. Ah, das ist so ein Lockmittel. Ja, du bist schon ganz schlauer. Du bist ein erfolgreicher Denker, ja, ja. Sehr schön. So, ich habe noch mehr für dich, mein Lieber. Ich habe noch mehr für dich. Und zwar haben wir hier einen Seebarsch. Hab vom Bauen einen Toaster bekommen. Was? Okay. Ja, mach das mal. Das ist keine echte Zwiebel, sondern ein Blumensamen. Ja, ja, genau. Können wir gleich einpflanzen. Oder? Oder ich brauche eine Schaufel, ne? Scheiße, ich brauche eine Schaufel. Das wird nix. Die sind robust, aha. Okay. Wenn man sie gießt, kann man sie züchten und kreuzen, um neue Farben zu erhalten. Ui. Geil. Bekomme ich was Neues? Du fragst dich, wie du das mit dem Gießen anstellen sollst? Ja, mit der Gießkanne, für die ich dir gerade eine Anleitung auf dein Nook-Phone geschickt habe. Ui. Meine Buchhalter würden mit dem Kopf schütteln, wenn sie wüssten, dass ich Sachen verschenke. Ach du Nook, Werbegeschenke, du weißt Bescheid. Aber da hast schon viele Tierchen für mich gefangen und hier auf der Insel unterstützt man sich eben. Ja, genau. Partnerarbeit, bitte bring mir auch weiterhin. Ja, genau. Okay. So, wir haben jetzt eine Anleitung für die Gießkanne. Ja gut, können wir auch nichts machen mit. Ah, ich komme hier nicht weiter. Manu! Gibt es immer was Schönes zum Kaufen? Noch ganz geil, oder? Nook Shopping. Wir haben wie viel? Ja. Wir haben 700. Ja gut, da können wir uns jetzt nichts groß kaufen. Außer diese Cap, aber die will ich nicht. Bankautomat. Einzahlung, Auszahlung. Ja, ich habe jetzt nicht so viel, deswegen das behalten wir erstmal. Ich bin hier fertig. Pius, vielleicht kannst du Steine bei Nepp kaufen. Steine bei Nepp kaufen? Okay, mal gucken. Hallo Pius. Moin. Oh! Leute! Ich kann sie auch einfach kaufen! Ich bin ein Genie! Ich kaufe die mir einfach! Erfolgreiches Denken! Erfolgreiches Denken! Erfolgreiches Denken, Leute! Und zwar hier! Wir haben ein bisschen Gras, ein paar Kirschen. Na gut, die können wir auch behalten. Hier, Muscheln. Gönn dir. Die Schwanzdinger da. Gönn dir. Ab 5 Spenden ruft Eugen an. Ui.
Oh, da hast du ja einiges für mich. Ja, geil. Ich gebe dir dafür 810 Sterne. Ist einverstanden, abgemacht. Komm. Firma dankt. Ja, ja. So, jetzt gehen wir einkaufen. Leute, wir können uns jetzt diese Axt. Ich will was kaufen. So. Ran damit. Genau. Nehme ich. Oh, jetzt können wir auch noch das Geschenk holen. Warte mal. Ich will was kaufen. Verkaufen. Warte mal. Warte mal, warte mal. Ich will das Geschenk haben, was da im Himmel ist. Verkaufen? Komm, das kriegen wir hin. Gibt einfach noch irgendeinen Scheiß. Hier kannst du mal Kirschen haben. Den Sanddollar da, bitte. Komm, das reicht doch, oder? Und ja, passt. Wunderbar. Sehr gut. Ab. Ja, habe ich gerade gelesen. Will mich nicht weiter spoilern, deswegen schalte ich jetzt ab. Viel Spaß noch. Alles klar. Hau rein, schön, dass du da warst. Tschüss. So, wir machen auch gleich Schluss für heute. Und jetzt will ich nochmal was kaufen. Das Spiel kommt bei mir erst am Montag an. Oh, Mirkoplay, das tut mir leid, mein Lieber. So, und jetzt machen wir... Yes. Ja, 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 die nehme ich. Sehr gut. Sonst brauchen wir jetzt nichts, ne? Nee. Okay, tschüss. Okay, Leute, wir können jetzt uns das Geschenk gönnen, wenn es noch da ist. Hoffe ich zumindest mal. Moin, bin nur kurz da, alles klar, König Bowser. Bin so neidisch, aber ich gönn's dir. Danke dir. So, ausrüsten. Ich höre das noch. Wo ist es? Wo ist das scheiß Geschenk? Wo ist das Geschenk? Geschenk! Hä? Ich hab's eben noch gehört, oder? No, ist es weg, oder was? Oh no. Ja gut. Okay, dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt die Axt. Die Wackelaxt. Jetzt bist du dran. Bumm. 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 Stirb. Oh Mann, er geht nicht weg. Wie einer schon gesagt hat, mit dieser Axt können wir leider keine Bäume fällen. Ja, er muss da noch ein bisschen bleiben, aber irgendwann bist du dran. Ja, Leute. Das war's. Fürs erste Mal Animal Crossing New Horizons. Morgen spielen wir weiter. Aber Leute, ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, das ist hier kein Let's Play. Heißt, ich werde auch off-screen, also wenn ich nicht streame, hier weiterspielen in diesem Spielstand. Also ihr werdet nicht alles sehen, was ich hier mache, aber ich werde euch jedes Mal, wenn wir wieder online gehen hier im Stream, dann werde ich euch sagen, was ich so gemacht habe, was ich gekauft habe und sonst was. Ne? Wisst ihr Bescheid? Es ist kein Let's Play. Ich werde aber euch immer so sagen, wenn irgendwas Krasses passiert ist, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, morgen geht's weiter am Release-Tag und ja, demnächst dann auch natürlich mit euch online spielen. Das alles demnächst. Ja, schönen Tag euch noch und freut euch auf morgen oder auf 0 Uhr. Dann beginnt auch euer Abenteuer hier in Animal Crossing New Horizons. So. Ich setze mich da jetzt hin und sage Tschüss und Dankeschön fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Und ich penne jetzt hier heute auf dem Stein und gucke zu, wie hinten geangelt wird. Ich hoffe, du fängst mir jetzt einen schönen Fisch für mein Lagerfeuer hier. Können wir dann essen zusammen, ne? Ich hoffe, du schaffst das. Okay, tschüss, Leute. Haut rein.